Dann natürlich. Ist Schlüssel richtig? Falsch, die Antwort wäre cool gewesen. Sprecht. Lareths Träne. Ja. Und Minsk gewinnt wieder den Jadehund. Ich glaube, ich muss alle drei richtig beantworten. Dann kriegen wir die beste Belohnung raus. Soweit weiß ich das noch. Also ich habe unfinished... Wie gesagt, das ist unfinished business. Ich habe das mit Minsk Tier nur einmal kurz überflogen gehabt. Meine Konzentration wurde gestört, ja? Ja. Ja. Hamster, ich stimme zu, ja. Also der Lärm. Dann kommt der Kohlkopf. Sprecht. Und natürlich Lareths Tränen. Ich werde dieser Rätselei müde. Ich gebe euch Boot zurück. Ja, hier Gespräch beenden. Und sie verzaubert Minsk auch noch. Das ist es nicht. Autsch. That's it. Ja, okay. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ja, Minsk hat Bo wieder. Sagt, was ihr von mir wollt. Die Magier kommen. Das ist richtig. Ich vermute, das ist genug. So. Hochnäsige Magier und Bo, Minsk müsste jetzt eine Fähigkeit gekriegt haben. Minsk und Bo, allzeit bereit. Oder auch nicht. Oder wir müssen erst rasten. Hm. Erledigte Aufgabe von Hamstern und Helden. Welch glücklicher Tag. Bo ist zu Minsk zurückgekehrt und unser Weiterverfolg ist wieder normal gestärkt durch seine Leiden. Ich bezweifle, dass Bo in naher Zukunft aus den Augen oder seinem Rucksack lassen wird. Also, dass er Bo rauslassen wird. Und Minsk hat jetzt 19 Stärke dadurch gekriegt. Ach du Heiliger. Wo ist Minsk Rüstung? Da ist Minsk Rüstung. 19 Stärke, das ist jetzt heftig. Damit ist er so stark wie Talisa. Ich warte, was immer ihr wünscht. So, jetzt müssen wir aber Yahira helfen. Der steht immer noch da rum, der Pinkel. Gucken wir mal. Ja, hier. Ja, wenn ihr es wollt. Kannst du es was über dir sagen? Wollt. Ich suche nach einem Magier oder nach einer Gruppe von Magiern. Es kann sein, dass die schwarz-grüne Roben als eine Art Uniform tragen. Ich habe noch nie von derartigen Roben gehört und selbst wenn ich davon gehört hätte, würde es euch nichts angehen. Die verhüllten Magier kümmern sich um derartige Leute. Geht jetzt und fragt nicht nach solchen Dingen. Und du? Ich bin einer der wenigen Auserwählten. Ja, okay. Der sagt nichts Neues. Das heißt. Das heißt, das hier hilft uns leider nicht weiter. Fragt nur. Tierische Probleme im Handelstreff. Wo ist es denn? Korgan und das Buch von Kassa. Yahira und Baron Pleuers Fluch. Ich habe einen Mann namens Korne im Verwaltungsgebäude getroffen. Er scheint in irgendeiner Weise für die verhüllten Magier verantwortlich zu sein, aber er war nicht gerade sehr hilfsbereit. Offensichtlich kann ich hier keine Hilfe für Yahira bekommen. Okay. Ist das alles über Yahira und Pleuers Fluch? Ja. Zum Glück stehen die Sachen immer zusammen.
Wir sind auf einen alten Freund von Yahira getroffen, einen Mann namens Baron Pleuer. Yahira hat diesen Sklavenhändler während ihrer Aktivitäten als Hafnerin ruiniert. Der Mann hat seine Rache offenbar von langer Hand vorbereitet. Er hat eine Art Fluch erschaffen und auf Yahira gelegt. Er behauptet, dass sie dieser Fluch töten würde. Yahira beginnt durch den Fluch des Barons bereits zu sein und wird schwächer und schwächer. Sie hat drei mögliche Vorgehensweisen vorgeschlagen. Wir könnten im Armenviertel der Stadt, also in den Slums, nach dem Baron suchen, da er inzwischen in Armut lebt. Wir könnten versuchen herauszufinden, welcher Magier den Yahira verflucht hat. Indem wir im Verwaltungsgebäude im Regierungsviertel nachfragen, haben wir gemacht, hat nichts gebracht. Der Wirt Bernhard in der Schenke zur Kupferkrone im Slumviertel weiß vielleicht etwas von Belgarde. Er ist ein Freund Yahiras und da der Baron von ihm gesprochen hat, weiß er vielleicht mehr. Jo. Natürlich. Das heißt, wir verlassen das Regierungsviertel. Ich bin einer der wenigen Terrence, entschuldigt mich. Ihr könnt mich Terrence nennen. Ich weiß, nach wem ihr sucht. Nach einem Magier im Schwarz und Grün. Was wünscht ihr von meinem Gefährten? Man kann uns anhören. Dieser Kornel da drin schien nichts von diesen Dingen zu wissen. Es ist nicht seine Aufgabe, es zu wissen, oder vielleicht gibt er es auch nur vor, es nicht zu wissen. Ich bin nicht er. Ich weiß von ihm und kann eure Worte übermitteln, wenn ihr es wünscht. Eure Sätze drehen sich im Kreis wie bei einem Häuptling. Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, sagt es frei heraus. Ich nehme also an, dass ihr so etwas wie eine Söldnergruppe seid. Es sind nicht nur Worte, die ich überbracht haben will. Sie werden dafür bezahlen, einem Mitglied meiner Gruppe Schaden zugefügt zu haben. Ich nehme an, ihr seid Söldner? Vielleicht. Die Feldmagier behalten alle Magier sorgfältig im Auge. Deswegen gibt es einen Bedarf an Magier, die bestimmte Aufgaben erledigen können. Vor allem, wenn sie garantieren können, dass sie dabei keine Spuren hinterlassen. In der Tat eine sehr wertvolle Art von Dienstleistung, wie laut Angebot. Ihr seid nicht besser als einfache Kriminelle. Ich habe kein Interesse daran, mit euch Geschäfte zu machen. Die übliche Entschuldigung für die Existenz einer solchen Gruppe. Was wünscht ihr von mir? Das hängt von den Diensten an. Von dem Dienst an, der angeboten wird oder nicht angeboten wird. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ihr habt einen Vorschlag zu machen, ich höre. Ihr seid schon unter weniger angenehmen Umständen auf uns getroffen. Jetzt will ich euch unsere Hilfe anbieten. Wir könnten euch einen Gefallen erweisen. Wir haben für euren Feind gearbeitet, aber dieser Vertrag ist nun abgelaufen. Aber wir wurden dazu aufgefordert, einen weiteren Auftrag für ihn zu erfüllen. Wir finden Mr. Pleuer widerwärtig, selbst wenn man ihn mit anderen seines Schlages vergleicht. Es würde uns daher nicht stören, uns andere Abmachungen bezüglich unserer Aufgabe zu treffen. Ihr werdet ihn früher oder später stellen und wir sollten dort sein. Oder vielleicht sind wir nicht dort. Das ist das Angebot, das ich euch heute machen kann. Habt ihr kein Pflichtgefühl? Springt ihr mit euren Auftraggebern so um? Naja, er hat gesagt, Pleuer ist scheiße. Ein interessantes Angebot. Darf ich fragen, was eure Abwesenheit also kosten würde? Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn ihr euch direkt gegen Pleuer wendet? Ihr habt kein Pflichtgefühl. Nur bei jenen, die so widerwärtig sind. Dafür, dass wir uns bei Pleuers kleinem Spektakel nicht beteiligen würden, sagen wir 1000 Goldmünzen verlangen. Ihr werdet euch vielleicht fragen, welche Garantie ihr habt, dass wir euch nicht ebenso verraten. Es gibt keine Garantie, außer das Missfallen, das wir für Pleuer empfinden. Ich sehe, da ich Mr. Pleuer kenne, gefällt mir der Gedanke, die Karte neu zu mischen, abgemacht. Nein, ich denke nicht, dass wir noch weiter darüber sprechen sollten. Ich werde einfach mein Glück versuchen müssen. Es würde mir gefallen, die Karten neu zu mischen, aber sind 500 Goldmünzen dafür ausreichend? Ich hätte ein Gegenangebot zu machen. Wie viel verlangt ihr, wenn ich möchte, dass ihr Pleuer höchstpersönlich tötet? Ich habe nicht genug Gold dafür. Wäre es möglich, dass ihr mir den Gefallen gratis erweist? Nein, ich mache da nicht mit. Es ist äußerst schade, dass wir uns nicht handelseinig werden konnten. Es wäre eine so wunderbare Überraschung geworden. Ich wünsche euch alles Gute, denn wir werden uns sicher rein geschäftlich wiedersehen. Ja, neuer Tagebucheintrag.
steht da. Nachdem ich das Verwaltungsgebäude verlassen habe, bin ich auf ein Mitglied einer Gruppe von Magiern gestoßen, die für den Fluch verantwortlich sind, der auf Yahira liegt. Der Mann heißt Teres, er hat mir das Angebot gemacht, seine Gruppe zu bestechen, damit sie Pleuer nicht gegen mich unterstützen. Offensichtlich haben sie recht wenig für den Mann übrig, allerdings konnten wir uns nicht handelseinig werden. Außerdem bin ich mir ohnehin nicht sicher, ob ich ihm hätte trauen können. Vielleicht war das ja auch nur ein weiterer von Pleuers Tricks. Abgesehen davon muss ich natürlich noch immer Pleuer selbst finden. Ja. Das dürfte ja nicht so schwierig sein. Wir haben ja jetzt einen gestärkten Minsk. Slums. Wir können ja schon mal gucken, ob wir auf unserer Karte was verzeichnet haben. Haus der Jansens, Galen Bales Haus, umzäunte Anlage der Sklavenhändler, Eingang zur Sphäre, die Sphäre in den Ebenen. Borilnias Haus, Tempel des Ilmater, okay. So, das heißt da rein. Und mit dem Wirt sprechen. Keine große Herausforderung. Um die Sachen hier im Hinterzimmer müssen wir uns auch noch demnächst mal kümmern. Das mit den Sklaven, das kann ja nicht angehen. Etinan, Bernhard da. Bei mir ist das. Was kann ich für euch? Yahira, Yahira, bitte keine dummen Spielchen. Ihr schaut hier aus, als ob ihr euren eigenen Geist gesehen hättet oder ihn demnächst treffen würdet. Meine junge Dame, ihr schaut wie 90 aus. Seid ihr krank? Es geht mir gut, Bernhard. Ich benötige nur... Ach, was rede ich für ein Quatsch. Diese Halunken, mit denen ihr reist, machen sie euch so fertig? Ich werde dafür sorgen, dass sie in der Bucht nach Hain fischen und zwar ohne Netz, wenn sie... Bernhard, es geht mir gut. Ich benötige nur einige Informationen. Ich muss Belgarde finden. Oh, es tut mir leid, Yahira, aber er ist nicht mehr hier. Ich hatte schon lange nicht mehr die Freude seiner Gegenwart. Bernhard? Bernhard, das hier ist wichtig. Ich muss ihn kontaktieren. Ich weiß, dass er mit dem Netzwerk Kontakt aufnehmen könnt, wenn es notwendig ist, dass ihr ihn aufnehmen könnt. Oh, Yahira, ihr habt mich missverstanden. Belgarde, er ist tot. Tot seit wann? Ist noch gar nicht lange her. Er wurde krank, genau wie... Oh mein Gott, genau wie ihr. Was ist das für... Was ist das, eine Seuche, die nur Hafner betrifft? Ich wusste ja, dass ihr irgendwann mal den falschen Gott verärgern würdet, oder... Bernhard, bitte, ich muss wissen, wo man Belgarde gefunden hat. Ich muss ebenfalls wissen, ob ihr Baron Pleuer gesehen habt. Habe Belgarde im nordöstlichen Slumviertel gefunden. Es gab viel zu viele Spuren, um zu sagen zu können, ob man ihn dorthin gebracht hat. Und Pleuer? Der darf sich doch hier nicht mehr sehen lassen. Bin verdammt froh, dass ihr ihn enttarnt habt, Yahira. Ich verstehe, ich danke euch, Bernhard. Ich muss jetzt wirklich zusehen, dass ich weiterkomme. Gebt auf euch Acht, bitte. Okay. Es scheint so, dass Yahiras Hafnerfreund, der Händler Belgard, durch den gleichen Fluch getötet wurde, der gegen Yahira eingesetzt wurde. Man hat seinen Körper vor ein paar Monaten im östlichen Bereich des Slumsviertel gefunden. Das scheint auch ein geeigneter Ort zu sein, um mit der Suche nach Pleuer zu beginnen, also im östlichen Teil. Was wollt ihr? Nichts. Aber hier war noch jemand, mit dem ich sprechen sollte. Ja, genau, mit Suna Seni. Die weiß was über den Typ in den Umma-Hügeln, den wir suchen. Es gibt viele Arten, mit Leuten wie euch fertig zu werden. Hier schon wieder, was wollt ihr? Mir wurde gesagt, dass ihr in der Lage seid, mir zu helfen. Ich suche einen Mann namens Velga Valiga Cortala. Sein Butler sagte, dass ihr von seinem gegenwärtigen Verbleiben wissen könntet. Valiga... Ich habe nie von ihm gehört. Seid ihr sicher? Sein Butler sagte, dass ihr ihn gut kennt. Ich könnte eure Hilfe wirklich gebrauchen. Ihr lügt. Warum leugnet ihr, dass ihr diesen Mann kennt? Ich verstehe. Von euch werde ich keine Antwort auf meine Fragen erhalten. Mir bleibt nur noch, euch einen guten Tag zu wünschen. Ich brauche die Hilfe. Na gut. Ja, ich weiß von Valiga. Wir waren Freunde. Nein, wir waren mehr als Freunde. Ich liebte ihn mehr als jeden anderen. Es schmerzt mich... in der Seele seinen Namen wieder zu hören.